Folgende Gegenüberstellung von New Age und Nationalsozialismus sind dem Buch Die sanfte Verführung von Constance Cumbey aus dem Jahre 1983 entnommen. In der New Age-Bewegung sind viele Bereiche des Lebens vereint. Dort finden sich Personen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten wie Politik, Wirtschaft, Entertainment, der Musikindustrie und dem Sport, ebenso auch Kirchen und Freikirchen. Bekannte Persönlichkeiten der Bewegung sind Benjamin Krem, David Spengler, Rudolf Steiner, aber auch Autoren wie H.G. Wells. Zur Bewegung gehören Organisationen wie Lucy's Trust, früher Lucifer Trust, der Club of Rome, Planetarische Bürger, Planetarische Initiative. Es gibt einen Plan, der verfolgt wird und beinhaltet zum Beispiel eine Weltzentrale für die Nahrungsmittelverteilung, die gesamte Nahrungsmittelversorgung der Menschheit kontrolliert, ein weltweit einheitliches Steuersystem, eine weltweite gültige Wehrpflicht. Warum die Parallelen zum Nationalsozialismus? Hitler und andere Persönlichkeiten der Nazis gehörten auch zur New Age-Bewegung. Foster Bailey, der Elis Baileys Ehemann war, gab es indirekt zu und bezeichnete A. Hitler, ein Jünger, dessen Versuch fehlschlug. Dieser Kampf gegen Rechtsradikale und Rechtsextreme ist ein Scheinkampf, um erstens alle Andersdenkende und Kritiker mundtot zu machen und zweitens um von sich abzulenken, damit man die Parallelen, Mechanismen und Methoden nicht erkennen soll. Die Unterteilung zwischen links und rechts dient meines Erachtens nur dazu, um Spaltung hervorzubringen. In Wirklichkeit aber gibt es über diesem Ganzen ein übergeordnetes System, das diese Machtinstrumente wie zum Beispiel die Meinungs- und Gesinnungshoheit benutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Und als Christen wissen wir, über all diesen mächtigen Personen, Organisationen und Regierungen und so weiter steht eine unsichtbare Menschen- und gottfeindliche Macht, die Fäden in den Händen hält. Aber nur eine begrenzte Zeit, bis der König der Könige und Herr der Herren sein Friedensreich aufrichten wird. Der wahre Gott und Schöpfer aller Dinge. Der Nationalsozialismus geht im Kern auf okkulte Praktiken und Lehren zurück. Die Nationalsozialisten unter Hitler richteten außerdem das Ahnenerbe mit Abteilungen zum Studium des Okkultismus ein. Die New Age-Bewegung basiert auf okkulten Praktiken und Lehren, in erster Linie auf den Schriften von H.P. Blavatsky, Geheimlehre, und Elis E. Bailey, die behauptete, sie erhalte telepathische Botschaften von dem Tibeter Jawalkul. Innerhalb der New Age-Bewegung sind alle Arten von Okkultismus und Bewusstseinserweiterung erlaubt und werden sogar gefördert. Der Nationalsozialismus vertrat die Lehre vom Arietum und der Reinheit der arischen Rasse. Das neue Zeitalter sollte sich auszeichnen durch das Auftreten einer durch Mutation entstandenen arischen Herrenrasse. Die Lehren der New Age-Bewegung betonen die Vorstellung vom Arietum und der Reinheit der arischen Rasse. Das wird besonders in den Schriften von Elis E. Bailey und David Spengler deutlich. Die Anhänger der New Age-Bewegung sind überzeugt, sich durch Meditation und andere spirituelle Disziplinen zu einer neuen Spezies, dem Homo Noeticus, entwickelt zu haben. Dieser neue Menschentyp stellt sich dem Homo Sapiens, der als aussterbende Art bezeichnet wird, entgegen. Den Lehren zufolge stammen die Juden von einem anderen Sonnensystem, Lehre von Elis Bailey, die Orientalen und Schwarzen von einer anderen Wurzelrasse ab. Die abendländischen Rassen müssen unbedingt die Welt beherrschen, da sie angeblich zurzeit die am weitesten entwickelte Wurzelrasse sind. Der Nationalsozialismus zeichnet sich durch Hass auf die Juden aus und vertritt die alte okkulte Lehre eines Blutmakels, der auf den Juden lastet. Dieses jüdische Problem erfordert angeblich eine angemessene Lösung. Hass auf die Juden ist ein wichtiger Bestandteil der okkulten Geheimlehre. Nach den Schriften Elis Baileys, die in der New Age-Bewegung genauestens befolgt werden, kann der neue Messias kein Jude sein, weil die Juden dieses Privileg verwirkt haben. Sie müssen vielmehr durch die Feuer der Reinigung hindurchgehen, um Demut zu lernen, siehe The Race and the Initiations von Elis E. Bailey. Diese Aussage hinsichtlich des neuen Messias wurde 1949 verfasst, als die ganze Welt über das Schicksal der jüdischen Bevölkerung Europas informiert war. Die Lehre steht auch dem Zionismus überaus feindselig gegenüber und lehnt das Recht des jüdischen Volkes auf ein Heimatland ab. Das Schicksal der Juden im Zweiten Weltkrieg wird als Ergebnis des schlechten Karmas ihres Volkes bezeichnet. Hitler selbst war in okkulte Praktiken eingeweiht. Zu ihnen gehörten Yoga, tibetanische Lehren,
Hypnose und die Geheimlehre Helena Petrovna Blavatskys und des Tibeters. Den Aussagen Benjamin Krems zufolge ist Maitreya Christus ein Eingeweihter des siebten Grades. Jeder, der in das neue Zeitalter eingehen will, muss sich einer luziferischen Initiation unterziehen. Der okkulte Kern der nationalsozialistischen Bewegung betrachtete die Suche nach dem Heiligen Gral als einen Weg, um höheres Bewusstsein zu erlangen. Die New Age-Bewegung betrachtet die Suche nach dem Heiligen Gral als einen Weg zu einem transzendentalen oder höheren Bewusstsein. Die Führer der nationalsozialistischen Bewegung glaubten an das Gesetz von Karma und Reinkarnation. Die Anhänger der New Age-Bewegung glauben an das Gesetz von Karma und Reinkarnation. Die Nationalsozialisten, in erster Linie Hitler, trachteten danach, luziferische Energien in sich aufzunehmen. Die Mitglieder der New Age-Bewegung und besonders David Spengler, einer der führenden Vertreter, behaupten, die luziferischen Energien seien positiv, da sie die Energien der Erwartung seien, die eine Person von einem Ort zum anderen versetzen. Hitler gebrauchte Meskalin, um seine Bewusstseinserweiterung zu beschleunigen. Drogen werden von der New Age-Bewegung schon seit langem zur Beschleunigung der Bewusstseinserweiterung eingesetzt. Die Führer der nationalsozialistischen Bewegung waren der Ansicht, dass sie sich mit Hilfe von spirituellen Disziplinen und Bewusstseinsentwicklung zu einer neuen, überlegenen Spezies entwickelt hätten. Die Mitglieder der New Age-Bewegung glauben, sie hätten sich durch spirituelle Disziplinen und Bewusstseinsentwicklung zu einer neuen, überlegenen Spezies entwickelt, zum Homo Noeticus, im Gegensatz zur alten Art, dem Homo Sapiens. Mitglieder der SS mussten sich Weihezeremonien unterziehen, die heidnischen Einweihungszeremonien ähnelten. Mitglieder des First Earth Bataillon der US-Armee, das sich an New Age-Lehren orientiert, unterziehen sich Weihezeremonien, die heidnischen Einweihungszeremonien ähneln. Die Nationalsozialisten glaubten, die menschliche Fortpflanzung müsse vom Staat kontrolliert werden. Viele Mitglieder der New Age-Bewegung, besonders auf höchster Ebene, vertreten die Ansicht, dass es eine Lizenz für die Anschaffung von Kindern geben müsse. Die Gruppe Friends of the Earth, Freunde der Erde, macht sich für dieses Anliegen besonders stark. Die Nationalsozialisten richteten offene Entbindungsheime ein, die der Zucht einer Herrenrasse dienen sollten. Die New Age-Bewegung betreibt ein als die Farm bekanntes Unternehmen im Bundesstaat Tennessee, zu dem ein offenes Entbindungsheim gehört. Den Müttern wird gesagt, sie könnten ihre Kinder so lange dort lassen, wie sie wollten. Vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen ist es so gut wie unmöglich, die Erziehungsgewalt für ein Kind wieder zu erlangen, das für einen längeren Zeitraum dort gelassen wurde. Hitler befürwortete es, Sträflinge in seine Bewegung einzugliedern und sie einzusetzen. Die New Age-Bewegung befürwortet es, Sträflinge als Mitglieder zu werben und sie einzusetzen. In Signs of Christ von Harold Balios wird dies eigens erwähnt. Es gibt eine sehr große Anzahl von New Age-Projekten, die sich nur mit der Mitgliederwerbung und Unterweisung von Gefangenen beschäftigen, um sie für die Ziele der New Age-Bewegung zu gewinnen. Der Nationalsozialismus strebte die Errichtung einer neuen Weltordnung an, in der die arische Rasse als die Überlegene herrschen sollte. Die New Age-Bewegung strebt die Errichtung einer neuen Weltordnung an, in der das Arietum die Vorherrschaft haben soll. Der Nationalsozialismus war im Kern eine Synthese aus Okkultismus und Gnosis, gegründet auf der Geheimlehre und verknüpft mit den alten Mysterienlehren und den Lehren östlicher Religionen. Die New Age-Bewegung ist eine Synthese aus Okkultismus und Gnosis, gegründet auf der Geheimlehre, den Lehren Elis Baileys und einer Verbindung aus östlichen Religionen und den alten Mysterienlehren. Die Nationalsozialisten kamen unter anderem an die Macht, indem Hitler den Reichen versprach, sein Regime werde leistungsfähiger sein und deren Macht vermehren. Den Armen wurde versprochen, das Regime würde eine ausreichende Versorgung mit den lebensnotwendigen Gütern sicherstellen. Die New Age-Bewegung hat sich die Unterstützung der Reichen und Mächtigen, wie zum Beispiel der Chase Manhattan Bank und der Direktoren vieler Unternehmen gesichert. Ihnen wurde versprochen, die New Age-Lehren würden sich auf das Unternehmertum und das Geschäftsleben positiv auswirken.
Die Bewegung hat viele der Armen für ihre Ziele gewonnen, indem sie versprach, sie werde die Güter der Welt neu verteilen und eine neue weltweit geltende Wirtschaftsordnung errichten. Die Adepten der nationalsozialistischen Bewegung glaubten, die Götter lebten in Shambhala. Eingeweihte der New Age-Bewegung glauben, Shambhala sei der Wohnsitz der Götter. Der Nationalsozialismus war dem überlieferten Christentum feindlich gesinnt und wollte das Kreuz durch das Hakenkreuz ersetzen. Die New Age-Bewegung ist dem überlieferten Christentum feindlich gesinnt und trachtet danach, das Kreuz durch den Regenbogen und das Hakenkreuz zu ersetzen. Hitler zwang seine Gefolgsleute, sich okkulten Einweihungsriten zu unterziehen. In den Schriften von Krem, Spengler, Elis Bailey und anderen wichtigen New Age-Vertretern wird vorausgesagt, dass wir uns einer Einweihung-Initiation unterziehen müssen, wenn wir das neue Zeitalter lebend erreichen wollen. Die Nationalsozialisten glaubten, die Wurzeln des Arietums reichten zurück bis in die Zeit von Atlantis. Die Anhänger der New Age-Bewegung führen die Wurzeln ihrer Geheimlehre und ihrer anderen okkulten Lehren in die Zeit von Atlantis zurück. In Mein Kampf behauptete Hitler, das Problem des Christentums sei dessen jüdischer Ursprung. Krem, Elis Bailey, Theodor Rossek und andere wichtige New Age-Vertreter behaupten, das Problem des Christentums bestehe in dessen Lehre von Christus, die unmittelbar dem alten, überholten jüdischen Glaubenssystem entspringe. Eingeweihte unter den Nationalsozialisten glaubten, aufgrund der Entwicklung höheren Bewusstseins könne durch Mutation eine neue, überlegene Spezies der Arie ins Leben gerufen werden. Die Eingeweihten in der New Age-Bewegung glauben, durch Entwicklung höheren Bewusstseins und Mutation könne eine neue, überlegene Spezies der Arie ins Leben gerufen werden. Wie viele Nationalsozialisten war Heinrich Himmler dem Katholizismus überaus feindlich gesinnt. Er ging so weit, die öffentliche Hinrichtung des Papstes zu fordern und zwang katholische Mitglieder der SS, ihre Kirche zu verlassen. Benjamin Krem, der Sprecher des Tara Centers und Maitreyas, hat öffentlich erklärt, der Papst solle gezwungen werden, vor Maitreya Christus die Knie zu beugen. Die Schriften Elis Baileys, die von der New Age-Bewegung genauestens befolgt werden, sind durchsetzt von unterschwelligem Hass auf den Katholizismus. Hitler trennte sich von Gruppen, die ihn unterstützten, sobald sie sich für ihn als unbequem erwiesen. So ersetzte er beispielsweise Röhms SA durch die SS. In ihrem Buch Die sanfte Verschwörung behauptet Marilyn Ferguson, aufgrund des netzartigen Aufbaus der Organisation sei keine Einzelperson oder Gruppe unentbehrlich. Die New Age-Bewegung zählte beispielsweise Jim Jones stolz zu den ihren, bis sich die Mord- und Selbstmordkatastrophe von Guyana ereignete. Danach erwähnte sie ihn nie wieder, es sei denn, um ihn als Beispiel für die Gefahren des religiösen Fanatismus anzuführen. Die Nationalsozialisten arbeiteten ein Programm zur heimlichen Tötung behinderter Kinder und geistesgestörter Menschen aus. Mitglieder der New Age-Bewegung haben Gesetzesinitiativen und medizinische Methoden der Euthanasie durch Verhungern und Abstellen von Lebenserhaltungsmaßnahmen unterstützt. Die Nationalsozialisten bezeichneten den Mord an Juden als Selbstreinigungsprozess und die Vernichtung der Juden als Säuberungsaktion. Die Mitglieder der New Age-Bewegung glauben, dass eine Säuberungsaktion erforderlich ist, um die Welt vom Bösen zu befreien. Das Böse wird definiert als alles, was Trennung verursacht. Als Verursacher der Trennung gelten die Anhänger der an einen Gott glaubenden Religionen, Juden, Christen und orthodoxe Moslems. Die Nationalsozialisten führten neue Feste ein, Sonnenwendfeier, Wintersonnenwende, Julfest. Die New Age-Bewegung begeht neue Feste, jeweils bei Vollmond, Ostern, Widder, Wesak, Stier und das Fest des guten Willens, Zwillinge, sie werden die drei geistlichen Feste genannt. Die Nationalsozialisten förderten Einheit auf Kosten des Einzelnen, Gemeinnutz vor Eigennutz. Die New Age-Bewegung fordert Einheit auf Kosten des Einzelnen, Liebe, Synthese, Netzwerk, alles ist göttlich, Trennung ist ungeistlich.